Hallo ihr Lieben da draußen, ich bin gerade bei uns im Wald, bin schon an der Stelle angekommen oder schon vorbei. Ja, ich bin gerade im Wald bei uns und suche eine Zutat für mein Abendessen. Warm, sprich, Pilze sind angesagt und ich war vor einer Woche oder fast einer Woche hier auch unterwegs, allerdings nicht alleine. Und wir haben eine Stelle gefunden, wo ein Pilz wächst, die man essen kann. Aha, ich habe sie sogar wiedergefunden. Wobei, wenn ich mir den anschaue, das ist nicht der richtige. Hier kann ich gleich mal zeigen, sofort dran zu erkennen. Hier haben wir in der Mitte so einen dunklen Punkt. Ich gehe hier nochmal näher ran. Da könnt ihr es wunderbar sehen. Die gehen dann irgendwann auf und verteilen ihre Sporen. Aber das ist der Pilz, dessen Pendant ich suche. Denn an dieser Stelle war letztes Mal auch ein anderer. Direkt da, wo ich jetzt raufhalte. Ja, aber hat sich nicht weiter verbreitet. Ist nichts zu sehen. Ich kenne aber noch eine zweite Stelle, das haben wir uns gemerkt. Und da laufe ich jetzt nochmal dran vorbei. Wird ein ganz kurzes Geschichtchen hier. Ja, bin mal gespannt, ob an einer anderen Stelle ein bisschen was gewachsen ist. Denn da, also an der Stelle, wo wir jetzt gerade waren, gab es einen einzigen Pilz letztes Mal. Haben wir dann angeschnitten und geguckt, ob das der richtige ist, noch nicht mitgenommen. Ja, und dann gibt es halt eben noch eine zweite Stelle und an der zweiten Stelle waren ein paar mehr. Ich glaube, da haben wir drei schon in der richtigen Größe gesehen. Also, und ja. Durchaus so einige ganz kleine Exemplare und dann laufe ich jetzt hin. Muss mich auch ein bisschen beeilen, denn ich bin gleich noch verabredet. Soweit mein Fuß mich trägt, der spielt schon ein bisschen quer gestern und heute. Mann, ist das schön. So sieht es gerade aus hier. Ja, normal lasse ich mir natürlich mehr Zeit. Aber zum einen haut die Sonne ab, zum zweiten, wie gesagt, habe ich gleich noch einen Termin. Oh, ein Fliegenpilz. Der kommt langsam, da haben wir einen. Ist doch echt schön, ne? Diese Farben. Ja, werden ein bisschen durchs Handy verändert, aber es müsste ein Fliegenpilz werden. Ich habe schon ein paar mehr gesehen, auch die umgetreten wurden. Ja, ich habe mir also gesagt, ich werde euch... Oh, was wächst da denn? Hat schon ein bisschen Pfifferling-Style. Ja, aber ist nicht das, was wir wollen. Wir tingeln nochmal weiter. Ja, aber bin echt gespannt, ob da was kommt jetzt an der Stelle. Ich bin schon fast da. Na, jetzt hatte ich noch eine Begegnung kurz hier. Meine Nachbarin ist hier am Joggen. Wird euch auch aufgefallen sein. Ein bisschen meines Haares ist gewichen. Für, ja, ein bisschen Veränderung. So, ich bin schon fast da. Ich kann sie schon riechen quasi. So sieht das hier aus. Hier verändert sich auch ein bisschen wieder der Wald. Ein bisschen mehr so wie da, wo wir gerade noch waren. Ah, jetzt muss ich aber ein bisschen aufs Zeiteisen gucken. Ja, so lange rumplempern kann ich hier nicht mehr. Aber hier sehen wir schon wieder welche. Das da dürfte die Nebelkappe sein. Das ist wieder dieser falsche. Aber guck mal, was wir hier haben. Oh, das geht schon in die Richtung dessen, was ich suche. Muss mal gucken. Nee, der ist locker, das spürt man dann. Der wird auch so aufgehen wie der. Dennoch, wo der eine ist, ist der andere nicht fern. Gehen wir hier mal rein, einen sehe ich nämlich schon. Mal gucken, ob das ein fester ist oder ob der auch wieder zu den anderen gehört. Da haben wir gerade ein Tier drauf. Nee, ist auch locker. Also wenn der so nachgibt und dir anzeigt, dass er von innen hohl ist, denn...
ist es auf jeden Fall der falsche und der giftige. Dazu möchte ich noch sagen, für jeden, der das Video guckt, bitte bleibt in der Selbstverantwortung. Ich bin hier kein Fachmann, ich gehe einfach auf Pilzjagd und guck, was ich irgendwie so finden kann, um selber so weiterzukommen. Bei dem Pilz bin ich für mich selber sicher, aber bitte wägt dasselbe ab. Na, war das nicht hier? Wägt dasselbe ab, ob es das jetzt was ist, was ihr essen könnt. Also bitte geht in die Selbstverantwortung. Ich kann da nicht weiterhelfen. Na, jetzt habe ich hier noch ein bisschen was entdeckt. Sind sie das? Ist das hier die Ecke? Tatsächlich, das ist hier die Ecke. Hier ist sogar so einer. Ach, das ist von unserer Hälfte, den wir irgendwie hier drin gefunden hatten. Und jetzt müssen wir mal weiter gucken. Ganz vorsichtig. Hier haben wir welche. Aber wenn ich mir die angucke, die haben wieder das Loch. Dann gehören die nicht dazu. Der hier auch wieder nicht fest. Oh, das war die Ecke. Da habe ich mir das erhofft, eigentlich ein bisschen was zu kriegen. Oh, ich sehe noch mehr. Ja, sind leider die falschen, kann ich von hier erkennen. Auch da vorne. Da seht ihr den. Ja, okay. Für die Geschichte fehlt mir nun leider die Zeit, noch weiter reinzugehen. Aber dann soll das heute nicht sein. Hupsi, jetzt muss ich aber echt gucken, dass ich nicht wegrutsche. Ja, wo gehe ich denn jetzt raus? Ich glaube da vorne. Ich suche mal den kürzesten Weg und laufe dann durch. Ja, leider kein Glück gehabt. Steckt da eigentlich sehr viel Hoffnung drin, aber man kann das so fühlen, wenn die so drin so ein bisschen hohl werden, dann ist das halt der Kram, der sich nachher spornmäßig verteilt. Das ist nicht der essbare Pilz, der soll schon von innen fest sein. Und dann haben wir wohl letztes Mal die erwischt, die fest waren, alle anderen war nichts. Schade. Okay, ist so. Muss ich mit leben, aber es gibt noch eine andere Stelle, wo ich einen Riesenbovist finden kann. Und auch schon gefunden habe, letztes Jahr mitgenommen. Und da hoffe ich, geht es dann auch bald weiter. Okay, so viel aus dem Wald. Ich melde mich wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lars. Und weg.